Defensiven Stand, schlage, starte. Gut. Nee. Doch, trinken. Wir können Tränke selber herstellen. Geht doch also. Tritt. Nee. Ich dachte, wir können irgendwie das Schwert werfen oder sowas. Haben wir so eine Fähigkeiten dafür? Aber haben wir nicht. Und mental gesehen bräuchte ich diesen Pfad hier irgendwo. Locke den Gegner entlang in deiner Nähe. Das wäre zum Beispiel. Da. Diesen Pfad könnte ich zum Beispiel wahrscheinlich dann benutzen. Aber wir haben keinen Lehrer für diese Fertigkeiten. Haben wir eine Waffe gekriegt, die wir irgendwie derweise benutzen können dafür? Hammer. Ah, wir müssen ja noch einen Schmied finden dafür. Irgendwie nicht. Ich sehe jetzt auch nichts irgendwie in unserem Inventar. Runterkommen tut er nicht. Hier ist aber auch nirgendwo was, was man benutzen kann, um den vielleicht anzulocken. Nein, ich sehe zumindest nichts. Ja. Ist hier vielleicht irgendwo was versteckt? Nein, hier ist auch nichts drin. Ja. Das ist jetzt die große Frage. Wie geht's jetzt weiter? So. Ich wüsste jetzt auch gar nichts, wie es jetzt weitergehen könnte. Ich hänge jetzt wirklich ein bisschen auf den Schlauch. Ich komme wieder in den inneren Bezirk, weil ich keine Fertigkeiten dafür habe. Noch. Kann ich den Wühler mit kassieren? Das wäre noch eine Sache, die wir ausprobieren können, versuchen den Wühler zu kriegen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich die Katakomben dafür benutzen sollte. Wir nehmen mal den Eingang da hinten. Schade, hätte ja sein können, dass wir mit dem was machen können. Aber können wir nicht. Der scheint munitiert zu sein. Ah, hier ist noch eine Pflanze. So, und rein da. Stehe jetzt auf jeden Fall ein bisschen auf dem Schlauch. Man merkt wahrscheinlich extrem gerade. Hier waren wir glücklicherweise schon mal. Also kennen wir die Gegend. Wir gehen trotzdem mal rechts rum. Obwohl geradeaus, da ist ja auch noch was Unbekanntes. Ah, wir gehen geradeaus.
bisschen was erkunden, wenigstens etwas Sinnvolles machen. Vielleicht finden wir noch einen Lehrer oder irgendeine Waffe oder irgendein Zubehör, womit wir das abkriegen können. Achso, das ist so eine Attacke. Na gut. Geht doch. Und noch einmal. Auch nett. Ah, Lampe leer. Wieder mal. Ich habe das Gefühl, wir sollten schwimmen gehen. Kann man hier irgendwo ins Wasser springen? Natürlich nicht. Die Pflanze nehmen wir mal mit. Kommt man nirgendwo ins Wasser, merke ich gerade. Das ist ein bisschen doof. Wir gucken, was da hinten ist. Das geht nur, wenn ich ins Wasser komme. Oh, ich glaube, seitdem die Königin tot ist, haben wir hier unten noch ein bisschen mehr Ruhe. Hier ist nämlich nichts nachgespawnt bis jetzt. Könnte mich jetzt auch täuschen. Nein, ist nichts nachgespawnt. Respekt. Da scheint es Ende zu sein, oder aber man kommt da irgendwie durch Schwimmen hin. Gut, gehen wir hier vorne mal rechts gleich. Da ist was nachgespawnt, das könnte aber der letzte Spawn gewesen sein. Wühler. Und eine Truhe. Naja, wirklich Herausforderung ist ein Wühler nicht mehr. Aber eine Truhe ist hier. Und ja, wir können wieder. Grün. Rot. Grün. Rot. Rot. Blau. Gelb. Rot. Also jetzt habe ich ein Problem. Grün. Rot. Grün. Rot. Rot. Gelb. Jetzt wird es interessant. Also nochmal, mit voller Konzentration. Grün. Rot. Grün. Rot. Rot. Soweit war ja klar. Blau. Gelb. Blau-gelb. So. Rot. Also mal. Grün. Rot. Grün. Rot. Rot, blau, gelb, rot. Geht doch. Muss was Wertvolles drin sein. Ah, noch ein Plattenpanzer. Gut, aber irgendwie... Ja, da... Man sieht trotz Lampe nichts. Hier scheint irgendwie ein Gang zu sein. Aber trotz Lampe sieht man nichts. Das ist ein bisschen doof. Irgendwie habe ich mich jetzt gerade verhangen. So. Alles ziemlich dunkel hier. Na gut. Na, Moment mal. Das scheint der Wasserlauf zu sein, der hier ist. Der geht irgendwie unterirdisch wohl weiter. Aber da komme ich nicht ran. Na gut. Man kann ja nicht alles haben. So, wo ging es raus? Hier. So, das war der geheime Raum da wohl drin. Keine Ahnung, ob es geheim war.
Moment mal, wir können mal was ausprobieren. Vielleicht ist auch der Ort für den Wühler, wo wir den Wühler erledigen sollen. Gut. Versuchen wir es mal. Stellen uns hier hin. Nehmen wir mal kurz das Ding in die 2. Nichts. Ach, ein besonderes Wühlerfell. Wir haben doch schon erledigt. Ups. Das war also der Wühler, der besondere. Na, ganz klasse. Haben wir den Lockschaufel ja unbedingt gebraucht. Aber ganz unbedingt. Gut, also den Wühler haben wir. Da hinten geht es noch irgendwie weiter. Das gucken wir uns mal an. Oh, das geht auch ganz bequem, wenn man so den Mix von Nahkampf und Fernkampf benutzt. Und noch einmal, die 6, schön. Und noch einmal, bitte. Und mit dem Hammer den Rest geben. Oh. Können wir schwimmen? Vielleicht kommen wir von hier aus woanders hin schwimmen. Mal schauen. Aber mal gucken, wo es erstmal hier hingeht. Kurz einklopfen. Nichts drin. Da ist eine Truhe. Und wieder. Blau. Rot. Grün. Rot. Rot. Blau. Blau. Rot, grün, rot, rot, blau. Geht doch. Sowas trainiert schön die Fertigkeiten zu merken. Aber für so viel Aufwand, so wenig drin. Jetzt nehmen wir mal eine schnellere Waffe. Hier noch irgendwo was? Nein. Da ist noch was. Können wir den nicht suchen? Nein. Gut, beim Schwimmen kann man die Waffe nicht wechseln. Das geht nicht. Wieder nichts drin in der Lampe. Es ist doch wieder zum Mäusemelken, ja. Ah, wer bist du denn? Grimm ansprechen. Hey du, dieser Bereich hier gehört zum Keller der Schattenflügel. Ich sehe, dass du zum Netz der Maske gehörst. Also vertraue ich darauf, dass du keine Dummheiten anstellst. Aha. Quartier der Schattenflügel betreten. Interessant, was man hier alles so unten findet. Ui, wir sind bei den Schattenflügeln. Ist ja mal geil. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Was haben wir auf der Seite? Ein Bett! Ein Königreich für ein Bett, aber das können wir nicht nutzen. Schade. So, wir können ja schon mal was herstellen. Wir haben ja... ja, wir können uns das Zeug auch selber herstellen. Wir brauchen es nicht verkaufen. Steinlilie. Ah, die Steinlilie... können wir nur maximal 10 Dreck herstellen? Die Steinlilie können wir nicht umwandeln. Oder wir können nur 10 Tränke maximal herstellen. Das kann natürlich auch sein.
Gut. Können die auch verscherbeln, die Steinlilien? Willkommen zurück bei den Schattenflügeln. Hm? Ich möchte gern handeln. Sieht gut aus. Mhm. So, Steinlilie da. Mentale Kraft tanken. Das könnte man vielleicht auch mal gebrauchen. Das nehmen wir mal mit. Natürlich bezahlen wir dafür alles. Davon können wir die auch ein paar gebrauchen. Nachdem wir jetzt wissen, dass wir ja was herstellen können. Gut. So, das war's hier. Den Rest können wir verscherbeln. Wir packen mal die da unten rein. Das sollte man natürlich bei den anderen auch machen. Gut. Na, wir gehen jetzt nicht in die... Doch, wir gehen wieder in die Katakomben. Das geht ja hier rein. So. Hier war wohl mal, eine Tür, aber ich höre auch keine Geräusche. Man hätte da reingehen können. So, kartentechnisch, da waren wir. Ja genau, ich wollte mal kurz versuchen, dahin zu schwimmen. Gucken, ob es überhaupt geht, was ich vorhabe. Nein, ich kann nicht unter den Steg durchschwimmen. So ein Dreck. Da ist eine Pflanze, die nehmen wir jetzt mit. Da waren wir auch schon drin. Ja, nachdem wir das Nest erledigt haben, spawnt hier wohl wirklich nichts mehr nach. Das ist wirklich gut für uns. Versuchen wir mal nochmal von hier zu schwimmen. Aber ich glaube auch nicht, dass das klappt. Ja, wir kommen hier nicht mehr durchgeschwommen. Toll, so viel Platz und wir kommen da nicht durch. Schade. So. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das geht da hinten weiter. Wir müssten eigentlich nur mal schwimmen gehen. Können wir ein bisschen rauszoomen? Nein. Also, das geht auch nicht weiter, weil Kamera hier Ende ist. Gut. Also geht es da doch nicht weiter. Gut. Komm, schon mal gut zu wissen. Also wir kennen den Abschnitt. Da kommen wir noch nicht rein. Da waren wir halt schon drin. Ja, das war's dann wohl, würde ich mal sagen. Wir haben hier unten alles. Dann können wir ja wieder gehen. Ah, hier ist noch eine Pflanze. Mitnehmen. Aber wir biegen hier nochmal links ab.